Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen Indiana Jones und The Fate of Atlantis. Und jetzt gucken wir uns mal um. Wir haben endlich nach, ich glaube, 10 Minuten Flugzeit das hier gefunden. Look what we found, an abandoned dig site. Wait, where are you going? I sense the presence of Nurab Sal. I should have guessed. Indy! Hold on, Sophia. Indy! Sophia! Uh-oh. Sehr gut. There's a plug missing. It won't come out. Hier ist ein Auto, das nicht fährt, weil es keine Sachen mehr hat. Ja, ich glaube, so richtig viel können wir hier oben gar nicht machen. Gehen wir mal runter. Das ist natürlich wieder super gelaufen hier. Ach ja, das wäre ein Indiana Jones, ich sag mal, Film, aber auch Videospiel ohne so einen etwas tollpatschigen Zweitcharakter. Oh ja, das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier unten, die in der Videospielgeschichte zu der Zeit sehr einzigartig war, denn so dunkel wie es hier unten ist, ihr merkt schon, es wird langsam aber sicher, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut sieht, aber ganz langsam wird es hier unten heller. Ganz, ganz langsam. It feels like a portable generator. It feels like a portable generator. Wir haben jetzt auch die Option Touch, weil wir nicht so viel sehen, weil es ja dunkel ist. Und ja. Wir sehen im Moment nicht viel. Haben wir hier einen Clay Jar? It's an empty clay jar. Da ist auch noch was, was wir mitnehmen können. This feels like a wall. Kann ich mit der Mauer reden? Nee, kann ich nicht. This feels like a wall. Und ihr seht auch schon, jetzt dürftet ihr langsam aber sicher was erkennen. Denke mal, das ist jetzt selbst auf dem. It's either a hose or a sleeping snake. I hope it's a hose. Ja, jetzt dürftet ihr ganz langsam halt unter Tage was erkennen. Ich hoffe, dass es auch auf dem Video zurückkommt und das fand ich damals total geil. Dass dann hier so nach und nach dieser Effekt, wenn du halt von hellem Tageslicht in was Dunkles gehst, dann müssen sich deine Augen ja auch erst wieder dran gewöhnen. Und nach einer Zeit erkennt man dann aber schon was. Also das finde ich extrem cool. Ah ja, das da. Feels like an on-off switch. Ah, kannst du den mal benutzen? Nothing's happening. Maybe it's out of gas. Ich glaube, das war auch so. Dann müssen wir noch mal raus. Gehen wir mal zum Auto. Und gucken, ob wir uns da ein bisschen Treibstoff rausholen können. Wie macht man das, wenn man nichts hat? That's where the gas yep. is. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. So, open. Dann That's enough. The jar is full. Okay. Okay, er hat es nicht so gemacht, wie man es früher, also wie ich es mal gelernt habe. Man kann an so einem Schlauch muss man dann saugen, damit, also per Mund, ne? Damit da dann das Öl rauskommt. Das sollte, beziehungsweise das Benzin, das sollte man nur dann nicht runterschlucken. Hat man früher so als ganz alte Technik mal gebraucht, um. I don't think that'll do any good. Das hat man damals mal so gemacht, wenn man halt das Auto mit dem falschen Benzin gefüllt hat, wenn ihr euren Dieselwagen mit Benzin füllt oder so. I don't think that'll do any good. Wie ging denn das hier nochmal? Jetzt müssen wir irgendwie das Gas da noch reinkriegen, ne? Ah. Das macht Sinn. Now it's open. Ja, die guten alten Rätsel. I've emptied a jar into the pipe. Dann das da. Ah, Licht.
Na also. It's a painting of a chest or ark. I've seen that before. Is that a ball these figures are tossing around or a stone disc? Also, das ist ein, das ist, sie wissen nicht, was, er weiß nicht, was die da rumtragen, ein Stone Disc oder ein Ball, das andere habe ich nicht zu Ende gehört. It's a painting of a chest or ark. I've seen that before. Ah ja, das scheint eine Kiste zu sein und er weiß nicht, was es ist. Können wir den Ball da oben drücken? If there's ever held a secret, somebody beat me to it. It's an empty recess in the wall. Naja, wenn da jemals ein Geheimnis drin versteckt war, dann hat das schon jemand. Ja. Oh, hier, das Holzding ist auch irgendwie... It's a particularly sharp ship rib. Da können wir jetzt ein Stück von mitnehmen. Und hier haben wir so eine zusammenbrechende Mauer. Können wir, glaube ich, das Ding mit benutzen, oder? War das nicht so? Ah ja. There's a mural behind this crumbling rock. Okay, da stecken wir mal das kleine Ding hier rein. Ach so, können wir dann einfach die Scheibe da jetzt draufsetzen oder was? Tatsache. Ah ja, und jetzt müssen wir... That didn't do anything. ...das Richtige hier rausfinden. Vielleicht das? Ah. Sophia? I thought you were going to leave me in there. Ja, bestimmt. Believe me, I was tempted. Lucky you didn't. Here's something we may need. A distributor cap. It fell on my head when I sank into the hole. And that's not all. Look. What is it? It's an amber fish on a string. I can see that. What does it do? How should I know? I suppose you've come up with something more interesting. Maybe. Look where the sunstone is centered on the mural. The island of Crete. Hm. Aha. I'll bet Crete is where we'll find the greater colony of Atlantis Plato mentioned. Mhm. That sounds possible. Let's go. Okay. Erstmal aber die Scheibe bitte wieder mitnehmen. Kann ich auch dieses Holzding mitnehmen? Ja, okay. Sicher ist sicher. Ja, also sie hat uns ein paar Items mitgebracht und er sagt, das sieht so aus, als wäre das Ding in Kreta. Was wir so, also die größere Kolonie. Nee, da. I don't think that'll work. Nicht? I don't think that'll work. Ah, ja. It fits. There's a spark plug missing. There's a plug missing. Und wo finden wir den? Nein. That's where the gas engine won't start for some reason. Okay. Da müssen wir uns jetzt noch irgendwie was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht was. Wie war denn das nochmal? Wir müssen da irgendwie einen Spark-Plug, also eine Zündkerze ist das wahrscheinlich, einfügen. Wo kriegen wir eine Zündkerze her? Hier haben wir definitiv keine. Look at Tables, vielleicht ist die hier irgendwo. It's jammed in the hole. Ach, ich ahne, wo wir eine herkriegen. Ja, die gute alte Elektronik, die man heutzutage ja gar nicht mehr in der Form hat. Ach ja. Ja, wobei, Zündkerzen hat man auch heute noch im Auto, also das hat sich nicht so sehr geändert. Aber, wo kriegen wir hier jetzt eine Zündkerze her? Naja, was machen wir? Vielleicht machen wir einfach mal... Nein. Sophia geht einmal weg. Ah ja, da sind noch Sparkplugs drin, die nehmen wir mit. Flupp. I better turn the generator on first. Ja, meinetwegen. Nein. Da. Nein. Da. Sehr gut. So. Aber jetzt. Jetzt aber ja. Meine Herren. Den da. Da. Use spark plug, use spark plug. Ich hoffe, das ist richtig.
Ja? Und dann können wir nach Kreta. Oh, schön, Kreta. What do you know? A perfect fit. So. Aber jetzt. Let's book passage to Crete, Sophia. Da, 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 da. Wir haben zwar die Dickzeit auf der Karte, aber ich glaube, da kommt man nicht wieder hin zurück. Dö, dö, dö. Jetzt fehlt uns hier aber der zweite Stein. Das ist das Blöde. Und das, was jetzt gleich kommt, ist das andere Rätsel, bei dem ich jedes Mal hänge, wenn ich dieses Spiel wieder spiele. Aber wir gucken gleich mal. Hier brauchen wir zwei Steine, das wissen wir, weil uns das erzählt wurde. Da müssen wir, glaube ich, unten lang. Weil uns das ja in dem Buch erzählt wurde, dass man in der äußeren Kolonie nur einen Stein bräuchte. Das war das, wo wir gerade waren. Und jetzt sind wir in der größeren Kolonie, wie Indie passend anmerkt. Und da braucht man ja einen Sun und einen Moonstone. Und Sophia läuft auf der Stelle. Sehr sexy. So, wie war das denn hier? Das war hier ganz grausam. Das ist das eine von den zwei Rätseln, das Ente immer nicht hinkriegt, wenn sie dieses Spiel neu spielt. Hier gibt es ganz viele von diesen sehr ähnlich aussehenden It's a pile of rubble. Räumen. Gehen wir mal so ein bisschen hier unten rum. Ich glaube, weiß nicht, gab es hier irgendwie noch was schon zu finden? Ich muss mal gucken. Ja, doch, man muss auf jeden Fall irgendwie was finden. Ich weiß nur nicht mehr, was und wo. Wo willst du lang, Indiana? Ich weiß es nicht. Ach so, hier wahrscheinlich runter, ne? Ah ja. Hier ist auch nichts. Nein. Sophia stellt sich immer in den Weg. Das ist typisch Frau. Steht immer nur im Weg rum. Naja, sollte man so jetzt vielleicht nicht sagen. Aber. Wie war das denn hier nochmal? Wir gehen erstmal so alle Locations ab. Ah ja, hier sind Stones. It's a pile of rubble. The stones look loose. There's a statue here. It's a bull's tail statue. Ah ja, das ist schon mal gut zu wissen. Die sind auch noch wichtig, die Tallhorns. Aber das war auf jeden Fall wichtig, dass man das gemacht hat. Ich weiß gerade nicht, was man noch alles machen muss, aber das werden wir dann herausfinden. It's a pile of rubble. Können wir die auch pushen? Nein, nicht Sophia, den Stein. They won't move. Genau, ich glaube, man muss zwei von denen finden. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wie und wo. Und irgendeine Rolle spielen diese Räume auch noch, das weiß ich auch noch. Ich weiß nur nicht mehr welche. Ah, ich glaube, das hier können wir uns auch nochmal angucken. Das sieht doch interesting aus. It's a pile of rubble. Ja. They won't move. Ich glaube, da müssen wir uns alle einzelnen Steinfelder angucken, die wir finden können. Ist hier noch was von steinig? Nee, dann. Da. Denn hier oben ist ja so ein Mess-Equipment, das brauchen wir gleich noch. It's a pile of rubble. Okay, das ist auch nicht loose oder so. Ah ja, genau, hier zeigt nämlich. It's an ancient diagram of some kind. There's a bull's head, horns and tail. The lines appear to converge on that circle. Genau. Could the circle be one of the stone disks? Und von einem Punkt, wenn man an diesem Ding vorbei sozusagen diese Linien zieht, an diesen Tall Horns, dann. Oh, wunderbar, mein Skype meldet sich gerade. Ich hoffe, das müsste auf der Aufnahme auch sein. Hallo, Skype. Jedenfalls, wenn man an diesen Horns, ich zeige sie euch gerne mal. Das sind ja die hier, wenn man an denen vorbei sozusagen eine Linie zieht, also sozusagen hier lang, irgendwo nach hier und dann von hier. Und jetzt müssen wir auf der rechten Seite noch das andere Icon dazu finden. Also den Bull's Tail haben wir, jetzt brauchen wir noch den Bull's Head. Mal sehen, wo der sein könnte. Vielleicht hier? It's a pile of rubble. Ah ja, The stones look wunderbar. loose. Zack. There's a statue here. Ah ja. Und jetzt müssten wir, nachdem wir das gefunden haben. Na komm, Indy, komm. Komm, hier, da. Nein, hier unten will ich hin. Hier hin. Hier hin. Hier. Über die Brücke.
Ach, Indy. Dann machen wir es eben so. Der Indy, der will uns ärgern. So ist er, der Indy. Mann, Mann, Mann. Genau, dieses Mural, das wir da gesehen haben, das kann überall sein. Also es kann in jedem dieser Räume sein. Das wird, glaube ich, nein, hier lang. Das wird random verteilt. Und deswegen muss man die Räume nämlich auch immer einmal abgehen. Ich glaube, das muss man gesehen haben, bevor man das Rätsel machen darf. Aber jetzt haben wir es ja. Ist das hier mitnehmbar? Nein, nur das. Okay. It's a surveyor's transit, useful for measuring angles and laying out straight lines. I'm too far away. Also, jetzt, ja, wie machen wir das denn? Jetzt haben wir so ein Messgerät. Wie war denn das nochmal? Ich dachte, das kann man von hier einfach benutzen. I'm too far away. Dann lauf halt nach unten oder so, keine Ahnung. Ich dachte, das müsste ich dann von da oben machen. Ach, da guck. Was ich schon wieder alles nicht mehr weiß bei diesem Spiel. Was ich aber weiß, ist, dass diese Folge zu Ende ist. Haha. Liebe Leute, ich bin die Zementente, bedanke mich fürs Zusehen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal herausfinden, wie das hier mit dem Transit-Ding funktioniert. Ich laufe hier schon mal runter. Und würde sagen, bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.